Natürlich lebe ich. Der Knilch war kein Problem. Ah, ja. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4. Wo wir jetzt diese Taverne aufsuchen. Lass dir Zeit, ich warte hier. Was denn, ein Waliser hier mitten im Kanakenland? Bin auch Engländer. Und schlag die Zeit tot, bis der nächste Krieg mich wieder ruft. Zum Glück hat King George einen Pisspott wie dich unter seiner Flagge. Oi, Schlingel! Dein Gesicht kenne ich doch. Du gehörst zu den Piraten unten in Nassau. Halt dein volllautes Maul, sonst stopf ich es dir, verstanden? Edward, oder? Du Bastard! Hey, ich hab ihn gewarnt. Oh nein, mit Edward sollte man sich wirklich nicht anlegen. Abreibung, ich geb dir einen. Und jetzt wird einem hier beigebracht, wie man boxt. Sehr schön. Okay, mit B kontert man. Dann nochmal B, um zu werfen. Das kennen wir ja alles schon. Und einmal drauftreten. Ich würde gerne drauftreten. Na gut, dann nicht. A verletzen. Oder auch entwaffnen. Je nachdem. Und so wird der Gegner niedergeschlagen. Aber das sind noch jede Menge. Dann mal los. Oh, das war ungut. So, und da kommen aber noch ein paar. Oder wo, was ist da los? Ihr lasst mich doch nicht allein. Ich hol dich ein. Perro Inglés. Ja, und jetzt eine Rauchbombe. Wählen Sie die Rauchbomben mit links, rechts aus und drücken Sie Y, um sie einzusetzen. Rauchbomben machen Ihre Gegner für einen Augenblick kampfunfähig. Sie können diese Zeit nutzen, um sie zu töten oder zu fliehen. Okay, wo ist die Rauchbombe? Da ist sie. Zack, und weg hier. Oh Gott, da sind jede Menge. Noch eine. Und da ist noch eine gute Truppe. So, jetzt haben wir nur noch eine, das heißt, jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Ein bisschen Haken schlagen hier. Und wir haben es scheinbar geschafft, das ging aber schnell. Havanna, wie es leibt und lebt. Erinnerung 1. Den Taschendieb Rammen haben wir jetzt nicht gemacht, aber wir haben mit Hilfe von Rauchbomben dem Kampf sind wir entkommen. Diese Erinnerung bewerten können wir jetzt machen. Na gut, okay, gefällt mir sehr gut. Also die hat mir wirklich gefallen. Da gebe ich mal ein gefällt mir. Und damit war es das noch nicht von dieser Folge, denn wir machen jetzt noch ein bisschen weiter. Jetzt sollen wir anonym werden. Havanna, Aussichtspunkte, Assassinenaufträge, Truhen, Notenblätter. Wartet mal kurz, wie kann man das angucken? Ach, mit dieser Taste. Truhen, Notenblätter, Animusfragmente und Geheimnisse. Das heißt, hier gibt es jede Menge zu tun. Oh, und da sind die Wachen. Dann würde ich mal sagen, fliehen wir mal gerade von hier. Auf Wiedersehen. So, und was kann man hier jetzt alles mal machen? Jede Menge auf jeden Fall. Ich werfe mal gerade einen Blick auf die Karte. Diesen Bereich haben wir jetzt schon freigeschaltet. Da gibt es noch jede Menge andere Aussichtspunkte. Aber hier befindet sich die Hauptmission und ich denke, da werden wir auch mal weitermachen. Hauptmission und mein Zucker? Fragezeichen. Oh, und da sieht man auch mal gerade die ganze schöne Welt von Assassin's Creed 4 Black Flag. Wirklich sehr riesengroß, muss man mal sagen. Das ist hier in einzelne Gebiete aufgeteilt. Was es mit denen auf sich hat, werden wir bestimmt noch erfahren. Und wo befindet sich jetzt Havanna? Da, wo wir sind sozusagen. Weiß ich gerade gar nicht. Wird das hier gar nicht abgebildet? Müsste doch eigentlich hier abgebildet sein. Oder dürfen wir noch gar nicht wissen, wo wir sind? Unentdeckter Ort. Na gut. Aber man kann ja gerade gucken, wo man hier rausgekommen ist. Hier, da müsste ungefähr Havanna sein. Aber das ist anscheinend nicht angegeben. Oder ist es das hier?
Das ist ein unentdeckter Ort, den wir auch noch nicht kennen. Nee, das scheint eine einzelne Inselgruppe zu sein. Irgendwo hier muss Havanna sein. Da kenne ich mich halt auch noch nicht so gut aus in der Karibik. Also gut, dann gehen wir mal zur Hauptmission. Und gucken mal, was man so unterwegs machen kann. Hier können wir auch mal gerade das Inventar angucken. Geld werfen können wir die Schatzkarten. Da haben wir ja auch... Haben wir eine? Haben wir ganz viele. Wie es scheint. Woher kommen die denn? Oder was ist das? Da können wir mal gerade gucken. Und zwar hier im Inventar Schatzkarten. 4 Schatzkarten, warum auch immer. Keine Ahnung, warum wir schon 3 hatten. Das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Doch, mir fällt es ein. Und zwar ist das von dem, ich habe das schon mal angespielt gehabt, dieses Spiel, denn ich will natürlich wissen, worum es hier geht. Und dann hatte ich mir diese App heruntergeladen und da kann man ein paar, also das ist nicht so das Spiel wie hier, sondern da kann man eben nur so kleine interaktive Sachen machen. Und da habe ich eben auch 3 Schatzkarten freigeschaltet. Das werden dann diese hier sein. Ich hoffe, das stört euch nicht, dass ich die jetzt sozusagen ohne euer Beisein schon mal bekommen habe. Aber das ist ja auch nur gut, denn da haben wir quasi mehr zu tun. Ja, und jetzt würde ich auch mal sagen, machen wir mal hier weiter. 160 Meter. Da ist eine Note und Schatztruhen. Hol ich mir mal die Note, ich will mal wissen, was es damit auf sich hat. Also eigentlich wissen wir das ja schon. Aber trotzdem. Jawohl. Verfolgen und fangen sie die Notenblätter, um ihrer Mannschaft neue Seemannsshanties beizubringen. Die Mannschaft haben wir noch gar nicht, aber trotzdem. Hier ist auch die Taverne, in der wir uns aufgehalten haben. Da können wir auch mal gerade reinschauen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Die Hauptmission wird dann erst in der nächsten Folge stattfinden. Und da können wir auch was trinken tatsächlich für 5 Reales. Schmeckt sehr gut. Ich hoffe, dem Edward ist jetzt nicht schwindelig oder so. Sieht das nun so aus oder ist es tatsächlich so? Doch, das sieht so... Er ist tatsächlich ein bisschen betrunken jetzt. Trinken wir mal noch was, dann wird das bestimmt noch schlimmer. Ist ja sehr unterhaltsam. Tatsächlich. Das ist ja echt mal ein super Feature, das muss man mal sagen. Das finde ich ja echt klasse. Wow, cool. Also ich meine, betrunken zu sein ist natürlich nicht cool. Unterstütze ich in keinem Fall. Aber das Feature ist auch schon wieder vorbei hier. Das finde ich echt eine super Sache, muss man mal sagen. So, und was gibt's hier? Eine Schatztruhe. Dort unten befindet sich eine goldene Schatztruhe. Das muss ich mal kurz erklären. Das liegt daran, dass ich mir die Special Edition... Oh, da ist eine Wache. Oh, das tat weh. Aua, ich muss mal kurz die Schwerter ausrüsten. So, der wäre auch Geschichte. Das liegt daran, dass ich mir die Special Edition gekauft habe und da gibt es ein paar Features, wie zum Beispiel ein paar zusätzliche Schatztruhen. Ich weiß gar nicht, ob die mehr Geld oder so enthalten. Ich glaube, das sind ganz normale Schatztruhen einfach, die ihr jetzt wahrscheinlich so nicht haben werdet mit der normalen Version. Aber das macht natürlich nichts, denn somit haben wir ein bisschen mehr Kohle sozusagen, die wir ausgeben können. Bitte jetzt keinen Aufstand. Ich wollte nichts außer diese Schatztruhe. Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Da ist sie ja. Das Elfenbein-Steuerrad steht nun in der Kapitänskajüte zur Verfügung. Kapitänskajüte haben wir noch gar nicht, da wir noch gar kein Captain sind. Aber trotzdem... Oh, was ist das hier? Anheuern für 150. Okay. Eine Tänzerin für mich, oder was? Och, das ist ja cool. Oh. Ah, die hält ihn jetzt fest. Ja, das ist ja hilfreich. Das ist ja echt ein cooles Feature. Vielen Dank, liebe Dame, Tänzerin oder was auch immer du bist.
dafür. Also wie gesagt, da gibt es noch ein paar mehr Futures außer diese Schatztruhen. Die werden wir uns dann ansehen, falls sie kommen. Da werde ich vielleicht ein paar Special-Folgen draus machen, wie das mit diesen Klunkerbeinen, Hinkebeins-Klunkern bei SSG 3. Das werden wir aber alles noch sehen. Jetzt erstmal in Havanna geht es weiter mit der Hauptmission und mein Zuckersequenz 2. Doch ich muss leider sagen, das tun wir erst in der nächsten Folge, denn ich habe jetzt auch keine Zeit mehr und die Folge ging ja jetzt auch schon ein kleines Stückchen. Ich hoffe, das genügt euch von der Länge her. Ich werde auch in Zukunft längere Folgen machen, wie die anderen jetzt. Und ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Ja, auch das war's wieder von dieser Folge Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Mit Steve Bonnet waren wir in einer Taverne und haben uns erstmal ordentlich geprügelt. In der nächsten Folge werden wir dann weitermachen mit der Hauptmission. Was es damit wohl noch so auf sich hat, werden wir dann erfahren. Bis dahin, macht's gut und ciao.